Buddha wurde als Sohn eines wohlhabenden Königs vor etwa 2500 Jahren im Himalaya-Gebirge von Nepal geboren. 29 Jahre lebte er im Luxus. Dann verließ er zum ersten Mal den Palast. Er sah dort draußen einfache Menschen und unermessliches Leid. Er beschloss, ein einfaches Leben zu beginnen und den Großteil der Zeit in der Gesellschaft zweier Eremiten zu verbringen oder zu meditieren. Ein Ziel, einen Weg aus dem Leid zu finden. Im Laufe der Jahre kam Buddha zu der Erkenntnis, dass wir leiden, weil wir uns wünschen, dass die Dinge mehr sind als das, was sie sind. Er sprach von vier edlen Wahrheiten. Erstens, es gibt Leiden. Zweitens, das Leiden wird durch unsere Wünsche verursacht. Drittens, wir können mit unseren Wünschen umgehen, indem wir unsere Perspektive ändern, anstatt zu versuchen, unsere Umstände zu ändern. Wir können uns vom Leiden befreien, indem wir dem edlen achtfachen Pfad folgen, auch bekannt als der mittlere Weg. Der mittlere Weg lehrt uns, in Maßen zu konsumieren, Selbstdisziplin zu kultivieren und unseren Geist durch Meditation und Achtsamkeit zu stärken. So werden wir uns unserer Gedanken und Handlungen bewusst und erkennen, dass nichts von Dauer ist. Wir erkennen dann, dass alle Menschen Leiden ausgesetzt sind und werden so mitfühlender. Mit genügend Übung können wir alle negativen Wünsche loslassen und uns ganz vom Leiden befreien. Wir erreichen die vollständige Befreiung des Geistes. Buddhistische Schulen in Thailand, Indien und auf der ganzen Welt bringen Introspektion in die Unterrichtseinheiten und Aktivitäten ihres nationalen Lehrplans. Da Buddha glaubte, dass Weisheit eher eine Gewohnheit und kein intellektueller Geisteszustand ist, ist Lernen durch Tun der Schlüssel. Aber die Schüler machen auch Konzentrationsübungen und lernen Lebenskompetenzen wie Landwirtschaft und gekonntes Kommunizieren. Um intrinsische Motivation aufzubauen, bekommen die Kinder individuelles Feedback anstatt Belohnung und Bestrafung. Die Schüler lernen, ihre Emotionen zu verstehen und zu regulieren. Ein wütendes Mädchen erkennt die Ursachen, Warnzeichen und die Vergänglichkeit ihrer Gefühle. Sie erkennt vielleicht, dass wir nicht für unsere Wut bestraft werden, sondern durch unsere Wut. Ein Junge, der einen Mathe-Test mit Bravour bestanden hat, reflektiert über seinen Erfolg. Er versteht, dass sich harte Arbeit auszahlt, erkennt aber auch, dass er nicht zu stolz sein sollte, denn das trennt uns von anderen und schafft Einsamkeit. Er lernt, bescheiden zu sein. Tägliche Rituale helfen den Schülern, Achtsamkeit zu üben. Morgens meditieren die Schüler vor einem Schrein, rezitieren buddhistische Tugenden und senden Gefühle des Wohlwollens an alle Lebewesen aus. Manchmal besuchen die Schüler die naheliegenden Gemeinden. Sie erleben die Freude des Gebens und sehen, dass manche Menschen leiden. Sie erkennen, dass nichts von Dauer ist, auch nicht das Leben selbst. Das Ziel einer buddhistischen Erziehung ist es, unsere Neugierde für lebenslanges Lernen durch Reflexion zu wecken, so dass wir im Erwachsenenalter die Konsequenzen von gewählter Kommunikation verstehen. Wir lernen uns an den einfachen Dingen des Lebens zu erfreuen. Und wir finden Inspiration und Weisheit in unseren eigenen Gedanken. So wie Buddha sagte, überwinde den Zorn mit Nicht-Zorn, überwinde Bosheit mit Güte, überwinde Gemeinheit mit Großzügigkeit, überwinde Unehrlichkeit mit Wahrheit. Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Online-Kurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com/sprouts. Wenn du dich in bestimmten